Hallöchen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Django Fett und wir müssen mal sehen, was die Aliens planen. Wir planen auf jeden Fall schwere Laser zu erforschen. Und bauen wir auch irgendwas? Scheinbar nicht. Ah, wir graben. Und ich glaube, wir wollten hier hinten einen Dampfgenerator bauen, damit wir Satellite Uplinks hier bauen können. Und dazu müssen wir vielleicht auch noch einen Workshop bauen. Für den nächsten Satellite Uplink glaube ich nicht. Da brauchen wir nur 20. Aber für den danach brauchen wir dann 30. Da müssen wir also noch einen Workshop bauen. Wir bekommen mindestens einen Ingenieur aus den Monatsendbelohnungen. Diesen Monat können wir eh keine Satelliten mehr hochschicken. Wir haben das Maximum schon auf Halde zu liegen. Wir schicken die am Monatsende hoch, damit wir jetzt keine Abfangjäger bauen müssen. Und wir brauchen aber irgendwoher noch 110 Credits für unseren Dampfgenerator. Müssen wir mal gucken, wo wir die herkriegen. Und außerdem müssen wir mal gucken, was das Konzil von uns möchte. Ah, und Beiwu, das ist Chops, unser Assault Lieutenant, ist wieder im aktiven Dienst, hat sich von seinen Verletzungen erholt. Keine Tonübertragung heute, na gut. Das Konzil hat ungewöhnliche Berichte darüber beobachtet, wie ein unautorisierter französischer Militärkonvoi entführt werden sollte. Obwohl die angeblichen Verbrechertäter menschlich waren, oho, impliziert unsere Informationslage, dass die Aliens auch in der Gegend gewesen sein könnten. Okay, jetzt benutzen die Aliens also scheinbar schon Menschen für ihre Drecksarbeit. Wenn das stimmt, dann wird eine Reihe von Fragen darüber aufgeworfen, was die Fracht war, die bewegt werden sollte, und Fracht in Anführungszeichen. Also weiß ich nicht, haben die Menschen oder lebende Aliens transportiert? Wir werden eine Einsatztruppe brauchen, um zu ermitteln. Damit ist Central Officer Bradford gemeint, der Herr in Grün, der uns immer über Funk auf dem Laufenden hält. Sollte unseren kompletten Bericht jeden Moment haben. 150 Credits, das machen wir auf jeden Fall. Und ein Ingenieur. Sehr cool. Ein Ingenieur, ja, reicht wahrscheinlich nicht, um irgendwas an der Grundproblematik zu ändern, dass wir noch einen Workshop bauen müssen. Aber 150 Credits, das ist sehr cool. Da können wir auch direkt mit Buddeln für den Workshop anfangen. Wir haben dann nämlich 40 Credits über, nachdem wir den Dampfgenerator Excellent. gebaut haben. We look forward to seeing your progress. Ja, und bevor ich das für. Ja, wir gucken erstmal, wen wir hier mitnehmen. Achso, da hätte ich direkt reingucken können. So, 65, 55, 65, 70. Lebenskraft leider nur 40. Auch ein bisschen wenig Lebenspunkte. Aber haben die alle irgendwie. Ja, den 70er, den nehmen wir vielleicht mit. Christian Reynolds. Ich denke, den neuen Kanadier, den werden wir mitnehmen. Der bekommt dann auch gleich. Ja, Gary Palmer. Aha. Bekommt ja auch gleich ein Lasergewehr in die Hand gedrückt. Und dann haben wir Lockdown dabei. Die kann aus halber Deckung volle Deckung machen inzwischen. Wu haben wir dabei, der kann alles doppelt. Also der kann doppelt schießen, der kann. Noch sein erster Schuss in vier Felder Umkreis um Gegner kostet ihn nichts und er bekommt auch zwei Reaktionsschüsse und Jackson kann Close Combat Specialist. Ah ja, jeder, der sich ihr nähert in vier Felder Umkreis, bekommt einen Reaktionsschuss reingedonnert. Sehr praktisch, wenn sie als Pointman agiert zum Beispiel. Und Heavies habe ich ja in der Regel eher weit vorne an der Frontlinie, weil die alle nicht so gut schießen. So, dann können wir hier schon mal buddeln. Ich gehe davon aus, dass wir die Mission schaffen werden. Auch wenn da nichts über den Schwierigkeitsgrad stand. Portent. Aha. We are confident that you will handle this matter with discretion. Ja, sicher. Na klar. So, zwei Lieutenants haben wir dabei. Die sind wichtig für unser Team.
Und da lohnt es sich, inzwischen auch eine Offiziersschule zu bauen. Aber wir müssen erstmal Satelliten an den Start bringen. France is sending an urgent mission request. Okay, Herr Bradford labert heute mal nicht so richtig viel. Ein französischer Militärkonvoi wurde in einen Hinterhalt gelockt. Der momentane Status des Konvois ist unbekannt. Seid auf alles vorbereitet. Ja, die Gegend untersuchen und Überlebende und Ladung des Konvois lokalisieren und sicherstellen und alle Feindkräfte eliminieren. Und wenn wir, wir können Türen eintreten und durch Fenster springen, aber der resultierende Lärm wird Aliens in der Nähe alarmieren. Sehr schön, auf geht's. There's been widespread speculation about this ambush on a French military convoy, but we don't have much to go on. Our primary concern is the Council Intel report indicating alien activity in the area. We need to secure the site and look for some clue as to what happened here. We have a new objective. Neues Ziel. Überlebende lokalisieren. Also von der Fracht ist hier noch gar keine Rede. Und vielleicht sollten wir uns hier auf dem Dach positionieren irgendwie. Ich denke, das könnte ganz gut funktionieren. Dann haben wir nämlich alle so einen leichten Höhenvorteil. Und das macht unter Umständen doch eine ganze Menge Unterschied für die Trefferwahrscheinlichkeiten. Roger that. So richtig viel Deckung gibt es hier auf jeden Fall nicht. Roger, tracking. So, Snipey, Snipe, Snipe. Ach ja, für sie ist ja halbe Deckung, volle Deckung. Dann können wir sie auch direkt hier hinziehen. Ja, ich nehme nicht an, dass jetzt hier sofort irgendwelche Aliens auf uns zugestürmt kommen. Aber trotzdem sicher ist sicher, deswegen Overwatch. So, unser Sniper kann eh nichts mehr machen. Wenn wir sie hier hochgezogen haben, deswegen kann sie hier, das ist kaputt. Aber von da aus kann sie auch nach unten ins Gebäude gucken, wenn ich mich nicht irre. Also, sieht noch nichts hier oben. Sie kommt hier bis an die Ecke ran. Er kommt gar nicht hoch, die Runde. Er auch nicht. Naja, doch, die könnten vorstürmen. Okay, dann übernimmt sie auf jeden Fall diese Ecke. Und dann werde ich mal sehen, ob ich mein Team hier auf dem Dach ein bisschen verteilt kriege. Das Dach geht ja nach hier drüben noch ein bisschen weiter. Roger, Dodger. Und die sind total schwer ausgerüstet, ne? Aber diese Dachrinnen. Die Fallrohre, die halten trotzdem total gut. Auch wenn da so 100 Kilo Ausrüstung und Mensch dranhängen, halten die das locker aus. Finde ich faszinierend. Vielleicht wurden die auch mit Alien-Materialien konstruiert. Oder mit Alien-Dübeln in der Wand verankert oder irgendwas. So, nichts zu sehen. Ah, hier fehlt genau ein Feld. Ja, dann lassen wir sie mal hier rumschleichen. Okay. Ja, kann ich hier mal nach links in die Gasse gucken? Unser Sniper nimmt den Overwatch, denke ich. Er kann hier noch mal einen Blick runter riskieren. Ja, gut. Sieht alles sauber aus.
Man hört auch noch nichts, ne? Also komplett ruhig hier auf der Map. Gar keine Alien-Geräusche, die hier eingespielt werden gerade. Bisschen gruselig. Geht. I'm on the move. Position confirmed. Aye, aye, Commander. So, ja, dann hocken hier alle wunderschön mit Overwatch und so. Und wir müssen die gleich mal ein bisschen verteilen. Denn wenn das hier so eine Escort-Mission ist, dann gibt es hier garantiert Thin Man irgendwo. So, er kann nach da. Ah, er schafft es leider. Doch, wenn er weg ist, schafft er es bis nach hier, denke ich. Und sie kann hier vorne. Okay, sie hat nur die eine Position. Dann lassen wir sie einfach mal vorgehen. Aha, da geht's direkt los. Drei Aliens. Einer davon Thin Man, alle drei Thin Man. Sehr schön. Also eine Dreiergruppe Thin Man haben wir hier aufgescheucht. 70%, das ist ganz ordentlich. Affirmative. 75% auf 2 Aliens sogar, das ist richtig cool. Und hier 71 auf 2. Kann unsere Scharfschützin irgendwas sehen? Nö. Na, hervorragend. Vielleicht lassen wir sie nach hier drüben vorrücken. Sie bekommt ja hier volle Deckung. Wir gucken erstmal, wie die Jungs sich hier anstellen. So, er hat, glaube ich, einen guten und einen schlechten. Ja, genau, ein 70er. Den nimmt er auch komplett weg. Das finde ich sehr gut. Sie hat einen 71er. Und er hat einen 75er. Ach so, und auf den hier hat überhaupt niemand mehr. 71. 75, ja, dann soll er mal machen. Ach, das ist Wu. Das eben war unser Rekrut. Okay, gut zu wissen. So, haben wir direkt weggenommen. Sehr schön. Dann kann sie hier auf jeden Fall in den Overwatch gehen. Und Brown. Ja, würde ich ja dann am günstigsten hier positionieren wollen. Da sitzen die aber so dicht zusammen und können super leicht vergiftet werden. Deswegen ziehe ich sie nach hier drüben. Ich glaube, das sind immer drei Felder, mal drei Felder, die so eine Giftwolke einnimmt. Deswegen, wenn man da zwei Felder Abstand zwischen den Leuten lässt, haut es hin. Was hat er vor? Er schießt. So ein Arsch. So, aber gut, er hat geschossen. Das heißt, er ist wenigstens nicht im Overwatch. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Wenn wir uns nach hier außen auf die Kante setzen, dann müssten wir eigentlich einen flankierenden Schuss bekommen. Ja, genau. Passt. 90% ist gebonkt. So, damit haben wir die ersten drei schon mal erledigt. Dann werden wir wahrscheinlich noch eine Runde hier oben hocken zum Nachladen. Ready to rock. Oh, da geht die Musik wieder an. Wir haben nicht sonderlich viel Lärm gemacht. Wir haben keine Explosivwaffen oder irgendwas benutzt. Rock and roll. So, wir lassen Wu alleine runtergehen. Nee, alleine ist, glaube ich, keine so gute Idee. Aber Wu kann... Nee, habe ich doch richtig gesehen, oder? Ja. Ach ja, hier ist eine Leiter direkt neben ihm, ne? Was ist denn hier drüben? Ist da ein Rolltor? Ja, das sieht aus wie ein Rolltor. Ja, das könnten wir auch aufmachen.
Das wäre vielleicht sogar eine ganz gute Sache. Wie geht er denn dahin? Ach, der springt hier durch dieses Fenster. Ich habe keine Ahnung, ob da unten Aliens sind. So, wir nehmen hier die sichere Position für ihn. Da unten scheinen keine Aliens drin zu sein. Sehr schön. Einmal Tür auf. Overwatch. Dann kann sie ja hier runtergehen und das Rolltor aufmachen. Das Oberlicht zerstört. Runtergesprungen. Ah ja, die Ebenen überlagern sich immer so ein bisschen, aber wir sehen jetzt, hier fehlt hier oben das Glas. So, und dann wollen wir hier drüben gleich aufs nächste Dach. Und hier sehen wir ein paar Tote. Anzugträger. Ich dachte, das wäre ein Militärkonvoi gewesen. Hier drüben liegt auch schon einer, ha? Ja. Ja, ich dachte Militärkonvoi, aber okay. Also halbe Deckung nur. Aber wir haben ja eine starke Schutzposition, dadurch, dass wir hier Freunde haben. Auf den umliegenden Dächern. So, wie weit kommt sie? Aber wir können sie eigentlich direkt bis nach hier drüben rennen lassen. Wir haben ja genug Leute im Overwatch. Und dann kann sie die erste sein, die aufs Dach hochgeht. Also drei Thin Men haben wir bis jetzt getroffen und man hört keine anderen Alien-Geräusche. Das macht mich immer so ein bisschen stutzig. So, sie kann durchaus mal die Tür hier öffnen. Da Ort sehen wir nichts. Wie weit kommt denn... Das hier müsste unser Rekrut sein, denke ich. Ja. Darf ich ihn anwählen? Ja. Sehr schön. Er kommt nur bis hier vorne, okay. Dann lassen wir uns vielleicht noch eine Runde Zeit mit hochgehen aufs Dach. Denn wenn wir da zu zweit hochgehen können, sollten wir das auch unbedingt tun. Wir können zwar ein bisschen auf das Dach da drüben gucken, aber halt nicht vollständig, dadurch, dass es da Aufbauten gibt. Ja, hier, die Seite können wir im Prinzip ganz gut überblicken, aber hier hinten die Ecke überhaupt nicht. So, dann geh doch mal hoch, Frischfleisch. Und zeig mal, was du drauf hast. Hier hin. Sieht das ungefährlich aus? Ja, okay, das Dach ist frei. Sehr schön, da können wir uns jetzt also ein bisschen ausbreiten. Heading to that location. Können unsere Scharfschützen vor allen Dingen auch nachziehen. Nach hier? Ich weiß nicht, wo hätte ich sie denn eigentlich gerne? Hier vorne wahrscheinlich im Endeffekt. Aber halbe Deckung ist ja für sie volle Deckung. Ja, benutzt nicht die Leiter, spring direkt daneben runter. Ja, halbe Deckung ist für sie volle Deckung, wie gesagt. Deswegen können wir uns hier ein bisschen freier bewegen, müssen uns nicht Kopf machen, hat sie da eine hohe Deckung. Sondern müssen uns nur Kopf machen, hat sie da irgendeine Deckung. So, unser Rekrut kann da mal direkt hier hinten runterschauen.
Sensors still indicate life signs in the area. Das ist ein Alien. Objectives updated. Und ein Überlebender. Hat er uns noch gar nicht bemerkt? Vielleicht doch. Der hängt da in so einer Baugrube drin. 70%. Nehmen wir. Und erledigt. Sehr, sehr gut. X-ray neutralized. Das war ein guter Schuss. So, hier ist unser Sniper. Wäre eigentlich am coolsten hier vorne auf der Ecke. Die Ecke ist aber kaputt. Funktioniert also nicht wirklich. Ja, dann schauen wir mal, ob sie hier drüben nützlich ist. Zur Not müssen wir sie nachher halt nochmal verschieben. So, den Heavy werden wir nächste Runde nach da vorne bewegen. An die Brüstung. Und irgendjemand muss da runter. Und ich vermute, diese ehrenvolle Aufgabe wird Chops zufallen. Und da ist die Frage, kommt man hier auf der Seite überhaupt wieder hoch? Nee, ja, hier an der Ecke kommt man wieder hoch. Ja, und da werden wir dann so schnell wie möglich uns hoch aufs Dach wieder verkrümeln. Damit wir nicht so lange unten in der Straße umgurken, beziehungsweise auf der Straße. So, einmal nach hier vorne bitte nachgucken. Ah ja, Alien. Und es springt hoch. Sehr gut, dann hat unsere Scharfschützin eine Sichtlinie. Hat sie nicht. Moment mal. Hier ist doch überhaupt nichts, was die Sicht behindert. Und sie hat auch eine Sichtlinie. Ah, hier durch diesen Dings durch. 51% nur. Müssen wir mal gucken, ob Chops da irgendwas machen kann. Wie sieht es mit ihm aus? Ja, er kann hier oben die Position nehmen. Hat 50%. Ja gut, irgendjemand wird dann hoffentlich treffen. Wie sieht es mit dem Abstand aus? 1, 2, 3. Ja, nicht so gut. Ja, egal. Setzen wir einfach direkt hier hin. Hat 55. Ich glaube, das ist der beste Schuss. Voll daneben. Aber jetzt könnte unsere Scharfschütze eine Sichtlinie haben dadurch. Ja, perfekt. 74% ist gebonkt. Lass ihn weg. Oder schießt daneben, was natürlich auch immer eine coole Option ist. 50% oder 51%, na gut. Komm schon, töte ihn. Ja, gut. Gut, sehr schön. Commander, looks like there's still someone alive over there. If we can bring them in for questioning, maybe we can figure out what happened here. Ja, ja, schon. Aber erstmal müssen wir uns hier irgendwie vernünftig positionieren, denke ich. So, Reynolds soll auf jeden Fall nach hier vorne überwachen. Wenn Chops da gleich runtergeht. Copy that. So, dann ziehen wir unsere Scharfschützin nach hier drüben. Ja, und unseren Heavy. Vielleicht hier hin. Oder wir lassen sie einfach hier sitzen. Nee, sie da sitzen lassen, ist, glaube ich, dumm.
aber wir ziehen sie vielleicht hier hoch. Dann hat sie auch eine relativ zentrale Position, kann hier drüben kurzfristig aushelfen oder wieder nach hier vorne gehen. So, dann werden wir einmal alle nachladen. So, sind wir soweit? Ich denke prinzipiell schon. So, lass sie alle in Overwatch gehen? Nee, ich denke nicht. Vielleicht lasse ich sogar den Rekruten runtergehen, weil Chops, der hat sich auch schon seine Beförderung verdient, das finde ich gut. Chops hat ja zwei Überwachungsschüsse. Blockiert Chops hier oben das eigentlich? Ne, das Rohr ist direkt daneben, sehr gut. Ja, unser Rekrut ist mutig, der erledigt das heute. Zwangsläufig. Natürlich nicht. It looks like he's the only witness to survive this fight. And for all we know, he was one of the aggressors. We need to bring him in, whether he likes it or not. Objective updated. Wohin mit ihm? Na, vielleicht hierhin. Da hat er wenigstens eine hohe Deckung. Oder hier. Ah, da kann er von der linken Seite so arg geschossen werden. Hier von der rechten Seite. Oh Gott. Es gibt keine gute Position. Ah, außer vielleicht hier. Ah, da muss dann vielleicht unsere schwere Waffentante hin. Ja, wir lassen ihn einfach hierhin rennen. So, und Reynolds kommt dann einfach nach hier oben zurück. Und ich rechne damit, dass das jetzt Aliens triggern wird. Und deswegen gehen natürlich alle in den Overwatch Sentinel. Zwei Schüsse also. Commander, we're picking up new contacts moving into the AO. Yo! Da, wo ich ihn beinahe hingesetzt hätte. Interessant. Und hier auf diesem APC. Und hier schießen erstmal alle daneben, oder was? Oh Gott, hier schießen wirklich alle daneben. Sehr gut, Leute. Und er ist im Overwatch, das heißt, wir können uns nicht mal neu positionieren. So, aber sie macht das. Hat sie sich dadurch eine Beförderung verdient? Na, scheinbar nicht. So, und wir wissen, der ist da drüben drauf. Deswegen bleiben wir schön im Overwatch. Und lassen ihn zu uns kommen. Ne, wenn wir da langlaufen, werden wir wahrscheinlich beschossen. Aber wir können zumindest hier eine vernünftige Deckung wechseln. Ja, und du behältst gefälligst deinen Kopf unten. Oh ja, Reaktionsschüsse. Ha, voll daneben. Ha, aber unsere Scharfschützin haut's voll raus. Das war voll gut. Ich habe mich gerade vorgeärgert. Nein, ja, bei daneben geschossen und dann kam irgendwo aus dem Hintergrund noch die Scharfschützin. Das war ziemlich genial. So, einmal schnell nachladen, solange wir hier Ruhe haben. Du wärst den Kopf unten, Junge. Klar. Oh. Ah. Das war kein Alien-Einfluss, sondern das war wahrscheinlich Chops. Der hatte eben daneben geschossen. Und da ist jetzt da hinten das Auto explodiert, weil das dadurch in Brand geraten war. So, Reynolds, du bist unser Experimentierkaninchen. Ich meine unser Scout.
Du gehst also vor. Roger that. Chops checkt hier die Straße. Ja, wenn da drüben auf dem Dach einer landet, sind wir sofort flankiert. Das fände ich nicht so toll. Und das Dach da drüben ist, glaube ich, auch höher als unser Dach. So, und wohin darf sie? Hier auf die Ecke, oder? Ja, ich hätte sie hierhin bewegen sollen. Na gut, egal. Dann kommt sie eben hierhin. Okay. Ich hoffe, sie deckt da jetzt niemanden auf. Ja, funktioniert. Sehr schön. This is a waste of time. Und er darf hier in Deckung gehen. Zeitverschwendung? Na, ich weiß nicht. Er beschwert sich ja die ganze Zeit, dass er uns eh nichts verraten wird und mehr. Werden wir sehen. Wir haben bestimmt auch ein oder zwei Verhörspezialisten in der Basis. Oh, wo denn? Ja, genau, hier gegenüber auf dem Dach. Also klar. Ach, gar nicht auf dem Dach, auf dem Vordach. Ist ja lustig. Unsere Scharfschützin trifft. Alle anderen schießen daneben. Aber sie hatte leider nur eine Pistole. Wer braucht denn hier noch eine Beförderung? Sie braucht noch eine Beförderung, ne? 71%, der ist im Overwatch. Wir können also nicht vorher laufen. Ist okay. Wenn sie denn nicht daneben schießen würde, wäre das okay. Ach was, er sieht hier gar nichts. Ist ja uncool. So, dann zeig doch mal bitte, dass du auch treffen kannst. Dankeschön, Chops. So, und dann lassen wir unsere Scharfschützin hier aber mal mit einer ernsthaften Waffe diesmal, da sie sich nicht bewegt hat, in Overwatch gehen. Und Reynolds wird hier die rechte Seite decken. Tja, was versuche ich zu beweisen? Eigentlich versuche ich nur rauszufinden, was hier passiert ist. Ich möchte eigentlich gar nichts beweisen. Okay. Wie mache ich das jetzt? Ich müsste mal nachladen. Okay, und ich denke, ich komme auch zum Nachladen, da sich hier scheinbar keine Aliens herumtreiben. Ach so, aber er müsste sprinten, um irgendwo hinzukommen. Ah ne. Unser Rekrut kann nämlich hier nach vorne gehen einfach. I'm on it, Commander. Sehr gut. Ja, und da müssen die beiden hier vielleicht nochmal tauschen am besten. Damit er ein bisschen hiermit auf die linke Seite achten kann. Und wir müssen ja immer im Hinterkopf behalten, dass wir vielleicht unsere Position nicht mehr verschieben können, weil die Aliens in Overwatch gehen. Und die Folge geht schon wieder eine ganze Weile, ne? Stelle ich gerade fest. So, trauen wir uns jetzt echt hier runter? Nee. Wir gammeln mal noch eine Runde hier rum. Und schauen mal, ob vielleicht noch ein paar Aliens droppen wollen. Heading there now. So, und hier schön die Sicherheitsabstände einhalten.
Wenn ich jetzt wüsste, ob die Aliens alle so und so viele Runden hier runterkommen oder wenn wir einen bestimmten Punkt im Level erreicht haben mit einem Soldaten, wäre das natürlich hilfreich. Weiß ich aber nicht. Ach was, unsere Scharfschützin könnte bis hierhin kommen, aber er schafft's nicht. Ja, was soll's. Irgendwann müssen wir ja runter. Da lassen wir unsere beiden Lasergewehr bewaffneten Leute vorgehen. Und die anderen beiden, die Heavy und die Scharfschützin, geben hier Feuerschutz von oben, bis sie da drüben das Gebäude erreicht haben und vielleicht auch oben auf dem Dach sind. Ja, er bleibt da schön hocken. Die Aliens kommen jetzt alle aus der Richtung irgendwie. Ja, sie kann dann bis drüben sprinten tatsächlich. So, er kann die Leiter hier drüben benutzen dann, okay. Roger that. Und er kann die Leiter hier benutzen, er kommt aber nicht in Deckung, deswegen gönnen wir uns hier unten noch eine Runde. Wir würden auch hier hinten lang kommen durch diese Gasse, aber die ist sehr offen, relativ wenig Deckung. Ja, und ich vermute beinahe, dass die Aliens getriggert werden, wenn wir an einem bestimmten Ort im Level ankommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo die Triggerpunkte hier sind. Vielleicht, wenn wir hier aufs Dach oder ins Gebäude reingehen. Da würde ich beinahe einen vermuten. Ja, haha. Da kommt dann keine schlaue Deckung. Na gut. Ja, schützen wir uns jetzt nach gegen Angriffe von unten, oder? Gute Frage. Oder gegen Angriffe vom Dach? Ich denke eher gegen Angriffe von der Straße, aber hier in der Nähe des APCs ist ja schon mal einer gespawnt. Na egal, was soll's. Hoch damit dir, Junge. Du hast ja gute Deckung vom Nachbardach auch noch und vom eigenen Dach auch. Ich habe schon mal erwähnt, dass das teilweise sehr fummelig ist hier, aufgrund des Deckungssystems. So, hier kann er nämlich unten auch noch reingucken ein bisschen. So, und mal gucken, ob wir jetzt Aliens getriggert haben. Ich denke schon. Nee, haben wir nicht. Interessant. So, dann, Fräulein Scharfschützin, wohin sollst du denn? Ich würde sie voll gerne hier vorne an die Kante bringen. Na, keine Aliens zwischen uns und der Landezone. Haben wir es etwa schon geschafft? Ah, sie schafft es nicht bis ganz an die Kante. Wie ungünstig. Da fehlt genau ein Bewegungsfeld. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wir unseren VIP quasi hier nicht aus Versehen zurücklassen. Dass wir den nicht abhängen. Ich bin mir nicht sicher, wie schnell der ist. Und der hängt am weitesten hinten. Okay, hier sollte es einigermaßen sicher sein. Da schicken wir dann noch unsere Heavy mit, die ihn da ein bisschen schützen soll. I'm on it, Commander. Ja, er kann dann hier auch das Tor noch hoffentlich durch dieses Fenster überwachen.
Ja, und sie geht dann nicht sofort hoch, sondern legt hier unten noch eine kleine Pause ein, um beim VIP zu bleiben, beziehungsweise unserem Gefangenen. Strike one. We've got hostile contacts moving on your position. Oh ja, da ist es soweit. Schön, schön. What? Insektoid. Und ein Thin Man. Insektoid wurde sofort gegrillt, glaube ich. Das da unten müsste auch ein Thin Man sein. Und ganz hier hinten. What? Und seinen zweiten Reaktionsschuss hat er daneben down. Den hätte er mal für den Typen hier direkt neben sich auf dem Dach verschwenden sollen. So, wie sieht's denn aus? Wir können genau auf einen feuern. Wir sehen immerhin zwei. Wir sehen auch zwei. Die Scharfschützen würde ich voll gerne für den Overwatch aufsparen. Wo ist denn der letzte gelandet? Ist der hier hinten gelandet? Auf den Truck? Beschießt er uns, wenn wir jetzt hier hochklettern? Fragen über Fragen. So, ihn können wir dann eventuell hier in Deckung ziehen. Hier rumläuft denn er da? Innenlang? Innenlang ist super. Dann können wir ihn allerdings auch hier in Deckung ziehen. Gegen den nach hinten. Und sie sieht auch jemanden. Okay, gut. Sie können wir dann hier oben an die Brüstung ziehen und hoffen, dass sie nicht beschossen wird. So, wie sieht's denn aus? 78, 75. Der hat 80 auf den da unten. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Also zwei knapp 80er Schüsse hier. Sehr schön, sehr schön. Ach, und wenn wir ihn noch in vier Felder Umkreis gezogen hätten, hätte er sogar noch eine Aktion übrig gehabt. Na, ja, was soll's. 80%, bitte, triff, 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 bitte. Ja, 9 Punkte kritischer Schaden. Das war das Maximum, was so ein Lasergewehr leisten kann, auf jeden Fall. Ja, und der letzte Thin Man. Ich meine, der ist irgendwo hier in der Richtung, hier auf diesem Truck irgendwie gelandet oder sowas. Und ich habe keine Ahnung, was der für eine Sichtweite hat. Deswegen würde ich vielleicht unseren VIP lieber auch hier innen durchs Gebäude bringen. Das ist vielleicht sogar ein bisschen sicherer. Im Moment. Ich hoffe, ich irre mich einfach nicht, was die Position von dem letzten Thin Man angeht. Na, darf ich ihn auswählen, bitte? Danke. Ja, hier hinten. Dieses Feld, bitte. Ja, und sie muss jetzt ganz dicht bei ihm bleiben. Miss Jackson. Geht hier rüber und hat da hoffentlich alles im Griff. Ich habe keine Ahnung, er zieht den Kopf ein. Ja, und sie passt auf, wenn der Thin Man hier irgendwo auftaucht. Dass sie dann sofort einen Overwatch-Schuss bekommt. Und ich meine, der Typ ist ja definitiv noch da irgendwo. Ich habe halt nur gar keine Ahnung, wo. So, er wird hier ein bisschen Scouting übernehmen. Er wird diese Straße hier im Auge behalten. Denn wenn niemand von unseren Leuten Sichtkontakt hat zu dem Alien, kann natürlich auch niemand drauf schießen.
beziehungsweise kann unsere Scharfschützin auch nicht drauf schießen. Die ist ja darauf angewiesen, dass irgendjemand das Alien sieht. On the move. So, wir sichern uns hier mal ein bisschen nach hinten ab. Er kann sich hier in die Ecke klemmen. Looks like the aliens are sending in reinforcements, Commander. Was? Schon wieder? Oh Gott. Take it fire over here. Naja, kein Problem, der kann nicht zielen. Oh. Ja, bitte. 3 Punkte nur. Haha, 1 Punkt zu wenig. Ja, wie sind denn deine Trefferchancen? 50% nur. Er kann sich auch erst bewegen, um den da unten zu flankieren, wenn der hier oben erledigt ist. Das hat sie 73%. 75% mit der Pistole. Ja, also es kann sich einfach niemand bewegen, solange die Typen hier noch leben. So, Pistole 75. Und das ist dann hoffentlich auch schon die letzte Alien-Welle gewesen hier. So, der da unten hat geschossen, der ist nicht im Overwatch, richtig? Yes, Commander. Das heißt, da sagt er Yes, Commander. Ach, er hat hier vor sich noch so eine kleine Deckung. Ich dachte, ich könnte ihn hier flankieren, ganz einfach. Reicht aber so auch. So, und jetzt müssen wir hier aber langsam echt mal verschwinden. I'm on it, Commander. So, Reynolds geht jetzt hier an die Ecke. Und dann sind wir hoffentlich gleich raus. No need to ask twice. So, wir rennen mal nach hier vor. Um zu gucken. Ah, keine Aliens. Sehr schön. Da müsste er jetzt eigentlich sicher entkommen können. Ja, you're still not getting anything from me. Excellent work, Commander. Das werden wir noch sehen. Our friend here might be uncooperative at the moment, but I have a feeling a talk with Dr. Valen will change his tune. Ach, Dr. Valen ist unsere Verhörspezialistin. Interessant. 13 Aliens getötet. Und ich glaube, wir wurden nicht mal verletzt dabei, oder? Also die Folge jetzt wirklich ein bisschen länger geraten. Nee. Passiert. Impressive work, Commander. Our soldiers have to be feeling good after a mission like that. Und Reynolds ist zum Heavy geworden. Oh, der war relativ schnell, deswegen hat mich das gewundert. Aber ist ja cool. M71, ja, Willenskraft leider nur 31. Aber ein schneller Heavy, das wäre auch mal was. Arcade ist ihr Spitzname. Jessica Jackson. Kann sich jetzt aussuchen. Will to survive. Sie ist ein Heavy, ne? Bekommt also 2 Punkte weniger Schaden. Oder Shredder Rocket. Da hat sie dann einfach noch eine zweite Rakete. Die macht ein bisschen weniger Schaden. Aber der Folgeschaden ist dann um 33% erhöht. Und sie hat 7 Lebenspunkte, also Heavies haben eine ganze Menge Lebenspunkte auf jeden Fall. Ich denke, wir werden ihr die Shredder Rocket in die Hand drücken. Sehr schön, sehr schön.
Die Ehrenmedaille wurde freigeschaltet. Sehr schön. Ja, mit Medaillen beschäftigen wir uns mal, wenn unsere Soldaten ein bisschen weiter fortgeschritten sind. Und wenn wir uns dann auch mit den ganzen genetischen und Mech-Verbesserungen beschäftigen, dann verteilen wir dann auch Medaillen. Wenn wir wissen, wie unsere Grundteams und unsere Reserveteams aussehen, in welche Richtung sich die Leute entwickeln, dann machen wir das. Ja, die Ankunft unseres Einsatzteams war perfekt getimt. Der Überlebende sollte in der Lage sein, uns dabei zu helfen, den vermissten Truck und zu identifizieren und es für eine Folgeoperation aufzuspüren. Aha. Ist ja cool. Operation Defiant Star. Ja, das könnte sein, dass das hier die Slingshot wahrscheinlich nicht, aber die Exalt-Mission. Also es könnte sein, dass die Exalt-Leute, die spielen ja in Enemy Within als menschliche Gegner der XCOM eine Rolle, dass das hier die erste Mission war, die sich auf Exalt bezieht. Remember, we will be watching. Auch wenn es jetzt kein schöner deutscher Satz oder sowas war. The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here. Ja, da freue ich mich doch, dass du dich freust. Da freue ich mich gleich doppelt. Ah, okay, hier buddeln wir schon. Super wichtig, hier brauchen wir immer noch 5 Tage. Aber wir haben jetzt immerhin genug Geld dafür. Und wir können mal gucken, was uns so ein Satellit inzwischen kostet. 60. Und wenn wir im nächsten Monat dann... und keine Sorge, die Folge ist sofort zu Ende, Leute. Satellite Uplinks bauen. Vielleicht sogar 2 Stück, das müsste hinhauen. Wenn wir hier einen Workshop bauen, können wir hier 2 Uplinks bauen. Dann können wir damit am Ende des nächsten Monats 4 plus 3 Bonus 7 Satelliten hochschicken. Und mit 7 Satelliten sind wir ganz weit vorne, glaube ich. Da können wir dann das Spiel de facto eigentlich nicht mehr verlieren. Müssen wir mal schauen. Mit 7 Satelliten könnten wir auf jeden Fall die Vereinigten Staaten und 1, 2, 3, 4, ja, und entweder ganz Asien oder ganz Europa abdecken. Ich schätze mal, einen von den beiden Kontinenten werden wir verlieren. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Ich hoffe, wir können die diesen Monat noch halten. Ansonsten Asien und die Vereinigten Staaten würde ich auf jeden Fall super gerne unter Kontrolle bringen. Europa müssen wir dann eventuell opfern. Müssen wir gucken. Aber Europa hat auch die langweiligsten Boni irgendwie, ne? Die bringen halt, ja, Wissenschaftler haben da ein bisschen Unterhalt, Einsparungen bei den Labors und so, wovon wir sowieso, Labors werden wir keine mehr bauen, denke ich. Und hier mit den Anschaffungskosten für die Fluggeräte und sowas, das ist schon deutlich interessanter. Aber wir werden natürlich versuchen, so viele Länder wie möglich zu retten. Und wir sollten das mit dem Budget, das wir im nächsten Monat zur Verfügung haben. Das weiß ich auch nicht. Und es werden über 600 Credits sein. Damit sollten wir dann ordentlich was anfangen können, denke ich. Wir müssen noch 1, 2 UFOs abschießen, damit wir noch ein paar Rohstoffe rankommen. Aber ansonsten sind wir im Moment sehr, sehr gut aufgestellt. Wir hatten auch Glück bisher mit der Mission. Was uns natürlich noch ein bisschen zurückwerfen kann, ist die Terrormission, die ja noch irgendwann ansteht. Die erste Terrormission müsste, glaube ich, innerhalb der nächsten Woche oder so, also bevor wir die schweren Laser erforscht haben, müsste die anstehen. Ich appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. Wir können mal gucken, was uns dieser eine Wissenschaftler hier eigentlich bringt. 18 Tage, ich glaube, das waren beim letzten Mal noch 19 Tage, kann das sein? 16 Tage, ich glaube, das waren 18 Tage in Wirklichkeit. Ja, die Xenobiologie, die müssen wir da im nächsten Monat vielleicht auch ein bisschen voranbringen. Wir müssen also tatsächlich unsere Basis auch noch ein bisschen ausbauen. Wir konzentrieren uns nur im Moment vorrangig auf Satelliten. Ja, aber hier hinten haben wir noch Platz, aber wir müssen dann relativ schnell in Ebene 3 vordringen, denke ich. Hier werden wir einen Generator bauen, hier kommen die Uplinks hin, beide. Der 5., wenn wir noch einen brauchen, kommt dann eventuell hier hin.
Und dann ja, werden wir das hier voller Workshops und das Gentechniklabor und die Foundry und sowas bauen. Und dann brauchen wir Ebene 3 relativ schnell, denke ich. Und dann müssen wir auch auf Ebene 4 runter wegen der ganzen Energie. Da gehe ich von aus. Könnte interessant werden. Ich muss sowieso mal gucken, wie wir das mit der Energie am besten managen. Vielleicht bauen wir hier drüben einfach Generatoren runter. Vielleicht können wir auch Alien-Generatoren demnächst einsetzen. Wir werden mal schauen. Die Folge schon wieder viel zu lang. Tut mir leid, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch auf jeden Fall trotzdem noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.